Hallihallo! Und da sind wir wieder. Bei Resident Evil 4 Separate Ways. Im dritten Kapitel angekommen. Und ja, weiter geht's. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him, ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. Probe wiederfinden. Hurra! Ja, würde ich mal sagen. Geht halt mal los hier, ne? So, wir sind im Heckenlabyrinth. Und finden Armbrustpfeile. Alles klar. Das dürfte dann ja bedeuten, dass wir beim Händler eine neue Waffe kaufen können, ne? Ja. Aktenkoffer L. Armbrust. Boah, Diggi, ich hab doch nicht niemals im Leben genug Geld dafür. What are you buying? Voll lecko mio, ne? Ja, nö. Boah, die ist ganz schön stark, aber das war's dann auch. Boah, wie viel Platz nehmen die Pfeile bitte? Okay. Na, da ich mir die Armbrust sowieso nicht kaufe, brauche ich die Pfeile auch nicht. Ah, die Armbrust werde ich mir. Oh, nee. Verkaufe ich die Pfeile erstmal. Kann ich für was anderes dann gebrauchen. Ah, da bin ich schon rumgelaufen. So. Okay, ich weiß jetzt. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr wirklich, was passiert, aber das passiert natürlich. Wow. Sag mal. Hallo? Shit. Putz. Das wollte ich gar nicht, aber okay. Hallo? Das ist doch nicht dein Ernst. Oh Mann, ey. Oh, puff.
Verdammte Scheiße. Wieso lebt der noch? Und du da oben, ne? Ah, wahrscheinlich lebt ja das Viech lebt auch noch. Zum Glück sind die Dinger nicht so stark. Oh Mann. Oh. Gut, dass wir nochmal hingegangen sind. Was machst du denn hier, mein Freund? Oh, meine Fresse, ist das denn? Nee, nee, ehrlich. Ehrlich, nee. 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 Komm her. Komm her jetzt. Kommst du her? Hast du vergessen, wo ich bin? Hallo? Ich erinnere dich mal. Hi, hier bin ich. Hallo. Kannst du mal aufhören, bitte die Wand zu kuscheln? Jetzt kann ich mir auch echt sparen, weißt du das? Jetzt steht er da einfach nur und ist behindert am Sein. So, wir haben ja ein Sturmgewehr, ne? Aber den sehe ich nicht von hier aus. Einfach warten, bis er zweimal geschossen hat und dann... Wehe. Das war so klar. Wow, hallo. Lieber aus Nummer sicher. Ja, ey, da, genau. Was? 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 Okay, leckt mich doch am Arsch. Die ganze Scheiße mache ich jetzt nicht. Wollen wir die Pisser einfach mit dem Kopf absäbeln mit ihren komischen Sensen? Was? Ja. Das ist dein Ernst. So. Keine Überraschung mehr.
hilft vielleicht auch mal. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich wusste, ich kriege hier noch TMP-Munition. Sonst hätte ich das niemals gemacht. Leckt mich doch alle. Leckt mich alle an Arsch. Im Arsch. Drinne. Natürlich triffst du mich jetzt. Sehe ich von hier aus noch irgendwo so einen Kerl? Nee, sieht nicht so aus. Dieses ganze Teil, das so in ihm drin steckt, ne? Das ist so eklig. Wo gehst du hin? Keine Spielchen mehr mit mir. Hackt er mir einfach den Kopf weg. Ich glaub's hackt. Steht da noch einer hinter? Ach, ein roter ist da ja sowieso noch irgendwo, ne? Hier gekommen. So, komme ich hier jetzt raus? Wundervoll! Und ich bin draußen. Okay. War's das jetzt? Sieht so aus. Na, die Pfeile nehme ich nicht mit, auch wenn ich sie verkaufen könnte, aber das ist jetzt auch egal. Das ist mir jetzt zu viel Kleinkram, den ich damit mir rumschleppen darf. Den ich nicht gebrauchen kann. Die Musik läuft immer noch, ne? Aber mich verfolgt anscheinend niemand. So, wo muss ich eigentlich lang? Hier lang? Ah. Au. Kommt da jetzt was raus oder nicht? Okay. Oh, das ist ein Kraut.
Das ist gut. Oh, hi. Ich glaube, diese Leute mit den Masken, bei denen kann der Parasit nicht rauskommen, weil diese Maske da sozusagen auf dem Kopf im Weg ist oder so. Okay. Ist das jetzt hier ein Extra-Raum oder muss ich hier lang? Ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Dinge aufsammeln, total spannend, yay! Das ist echt, das ist so seltsam, dass das wundert mich einfach immer noch, dass in einigen der Dinger einfach mal gar nichts drin ist. Aber naja, so hier ist der Händler. Aber ich habe keine wirklichen Schätze eingesammelt. Ich kann ja mal gucken, ob er was anzubieten hat. Aber wahrscheinlich nichts Neues. Nee. Nein, hat er nicht. Sonst würde da blinkiges Blink-Blink-Blink sein. Und das ist er natürlich nicht. Kann ich hier auch nochmal drücken? Nein. Nein, kann ich nicht. Dann... Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon rein will. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ja. Nee. Das ist... Die haben die Falle wieder neu aufgebockt. Nur für Ada, ich schwöre es euch. Ja, siehst du, was habe ich gesagt? Das habe ich gesagt. Oh, meine Fresse. Willst du mich verarschen? Oh, Mann. Hallo? Oh, Diggi. Und bleib unten. Brauche ich keine Dings für. So. Warum triffst du eigentlich nicht deinen Kollegen? Bleib du mal da drin. Alter, warum treffe ich denn nicht? Den habe ich aber gesehen gerade. Hä? Ach, da. Ich dachte, da ist einer runtergesprungen. Oh Mann, ich will hier endlich raus. Dreh dich mal um jetzt. Dreh dich um. Ach, verfickt nochmal. Geht doch.
Oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Da fallen ja immer wieder welche runter. Gott verfickte Scheiße! Ah, verdammt. Da war der, möchten Sie das nehmen, Finger wieder ein bisschen zu schnell. Wehe. Oh Mann. Solltest du gar nicht tun, aber okay. Drecksvieh! So, war's das jetzt endlich oder kommen da jetzt noch wieder irgendwie 2, 5, 11 runter? Meine Fresse. Ne, sieht nicht so aus. Also, ich will mir das nochmal angucken, aber ich glaube, ich weiß, was das war. Oh Mann. Ich da keinen Bock drauf habe. Ich weiß ja gar nicht, wo das ist. Gut, dann kann ich ja nur wieder den Weg zurückgehen, den ich gekommen bin. Da. Ich will doch nochmal woanders hin. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Oh, ja, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Wenn ich zurück muss, dann weiß ich, wo ich hin muss. Aber... da gehe ich erstmal speichern und dann machen wir das nämlich im nächsten Part. Ne? Weil, wisst ihr Bescheid. Bis dann!